Es folgt Frau Frederking. Frau Frederking, bitte, für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Frederking, bitte. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, mit dem vorliegenden Antrag wird der Fokus auf eine gesunde Ernährung für alle Kinder und Jugendlichen gelegt. Das ist gut und richtig, aber der Gesundheitsaspekt, der reicht nicht. Essen sollte auch richtig gut schmecken und auch für junge Menschen ein Genuss sein, auch Kartoffeln. Und was wir essen, entscheidet auch darüber, wie Lebensmittel erzeugt werden. Und ich hatte es heute Morgen schon gesagt, es ist ganz wichtig, dass Erzeugung, Verarbeitung, Vermarktung und Verbrauch immer zusammengedacht werden. Nachfrage und Verbrauch entscheiden also über die Erzeugung. Und da Regionalität und Bio als Qualitätskriterien immer mehr an Bedeutung gewinnen, ist für regionale Produkte und regionale Bioprodukte ein stabiler Absatzmarkt erforderlich. Und der kann mit der Gemeinschaftsverpflegung über Kantinen erschlossen werden. Immerhin werden täglich in Deutschland 16 Millionen Essen in der Gemeinschaftsverpflegung ausgegeben. Und dazu zählt auch die Versorgung von Kitas und Schulen. Und wir schlagen mit unserem Änderungsantrag eine Ergänzung vor. Die Arbeit der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Sachsen-Anhalt, die Beratung für eine gesundheitsfördernde Ernährung anbietet, diese Arbeit soll evaluiert werden, mit Programmen aus anderen Bundesländern abgeglichen und gegebenenfalls angepasst werden, mit dem Ziel, den Anteil an regionalen Produkten und regionalen Bioprodukten zu erhöhen. Damen und Herren, ich möchte, Frau Frederking, einen Augenblick bitte. Meine Damen und Herren, wir nähern uns dem Ende eines langen Tages, aber trotzdem wäre es schon ganz gut, wenn wir noch ein bisschen die Konzentration wahren könnten und den Geräuschpegel bitte etwas absenken. Frau Frederking, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Andere Bundesländer machen vor, wie das geht, beispielsweise das Projekt Kantine Zukunft Berlin. Sein Team kocht ganz praktisch und gemeinsam mit dem Küchenpersonal der Kitas und Schulen oder der Caterer zusammen und die entwickeln gemeinsam Rezepte im Rahmen des zur Verfügung stehenden Budgets. Und auch der Wareneinkauf sowie der Bezug regionaler Lebensmittel, die werden besprochen. Ein gesicherter Absatz in räumlicher Nähe schafft ein gesichertes Einkommen und auch Planungssicherheit für die Erzeugerinnen der landwirtschaftlichen Urprodukte und steigert die regionale Wertschöpfung. Und das ist besonders auch für die sachsen-anhaltischen Bioprodukte relevant. Wir haben es heute Morgen schon besprochen, da gibt es zurzeit einen Einbruch. Die Verwendung von Produkten aus der Region schafft Klimaschutz durch kurze Wege. Mit unserem Änderungsantrag zeigen wir ihm ganz konkret auf, wie ein gesicherter Absatzmarkt für regionale landwirtschaftliche Produkte in der Gemeinschaftsverpflegung auch geschaffen werden kann. Und es reicht eben nicht, wie im Antrag der Koalition, einfach nur ein Bewusstsein für die Herkunft der Lebensmittel zu schaffen. Und auch die Koalition wäre frei, unseren Änderungsantrag zu übernehmen. Bitte stimmen Sie ihm zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Frederking.